Hallo, da sind wir wieder, Pippa und Gitte. Wir sind noch auf der Unreliable und war hier auf Scylla. Aber nicht mehr lang. Genau, wir wollen weiter. Und zwar nach Monarch. Monarch. Mal gucken, wo, Landeplatz von Cascadia, oder? Nö. Nein? Stella Bay. Aber wir haben auch irgendeine Sache mit Cascadia, ne? Ja. Was war das? Und was für... Ja, da müssen wir doch dieses Gas klauen. Und umfüllen. Gut. Ich stecke gerade fest, ich höre, dass ich nichts höre. Aha. Na dann halt mal an. I'll lock up behind you. So, Newcomer muss mit. Wen nehmen wir sonst noch mit? Kannst du dir überlegen. Die Königin zu jagen. Wenn immer du mitnehmen willst. Ist so lustig, wie die beiden Männer, immer der eine hat ein Buch in der Hand, der andere hat seinen Ball in der Hand. Ja. Und dann hier das, ja, Parvati, die trägt, was immer sie hat, der einen Schraubenschlüssel oder was immer das sein soll. Nyoko hat ihre Knarre, aber Ellie... Ist das ihre Knarre hier? Keine Ahnung. Was immer das ist. Okay, bevor wir lang rumquasseln, nehmen wir sie einfach mit. Ja. Wie sie sind. Mal sehen, wie sich Ellie so macht dabei. Slim and shine. Ja, natürlich, wenn du nichts mehr isst, weil du keinen Hunger mehr hast. Dann guck mal ins Tagebuch, wo, Quatsch, auf die Karte, wo müssen wir hin? Wo ist dieses Vieh da? Oh, da kennen wir ja so einiges noch nicht, ja? Ja, dann sind wir hier noch an der einsamen Kreuzung am nächsten dran, ne? Ja, sieht so aus. Gut, dann nehmen wir. Ja, hier haben wir noch nicht alles entdeckt, glaube ich auch. Wir haben halt die Aufgaben erfüllt und dann sind wir halt so weit rumgekommen, wie ja, wir ja, so bis die Aufgaben spazieren gelaufen sind wir hier gar nicht. Ja. Wieder so ein Möter. Gut. Wo ist ein Möter? Nein, das war das Bild vom Möter. Ach so. Man kann ihm nicht ansehen, was er ist. Da kommt schon ein wieder Haustierchen ist. Eine Königin. Guck mal, da war schon ein Königin auf damit uns. Wir wow. Nicht aus der Übung kommen. Ist er noch gar nicht geladen. Ja, siehst du. Mann, gut, dass sie noch... Der ist geladen, jawohl. ...noch gar nicht so richtig bemerkt hat. Ja. Oh, das ist wieder so eine Lade. Ich schieß. Mehrere Laden. Wie kann die aber auch... Zack, das war's. Oder diese komischen Schwärme. Sag so Mantischwamm. Ach so, der hat so einen Kopf immer. Der sieht so traurig aus. So ganz komisch. Ja. Ja, okay. Ihr seht, du bist ein bisschen komisch, aber naja. Das ist wahrscheinlich so ein Mantischwamm, der sich da festgesaugt hat. Ich bin komisch. Ich bin nein, nicht du komisch. Nicht, aber ich glaube, es war. Wen haben wir dabei? Nyoka und Ellie. Einer ja. Von beiden war so komisch. Hatte so, so ein schwarzes Gesicht. Gesicht kriegt ja, ist aber jetzt ist es schon vorbei. Wenn sich so ein Mantischwarm ja. Festsaugt. Mhm. Sieht ja auch toll aus, der Riesen, der Gasriese. Ja. So, mach die Richtung anpeilen. So mehr oder weniger Südwesten, ne? Mhm. Also diese Richtung. Dann gehen wir doch mal diese Richtung. Ne. Nix. Hä? Hör ich da irgendwelche Geräusche? Hörst du was? Glaub schon. Aber jetzt nicht mehr. Da hinten ist wieder jemand, der die Brücke bewacht. Ja. Ja, der ist weg. Aha.
ihr. Oh, du domestizierter Mütter, du Kleiner. Komm her. Wärst du bloß bei deinem Herrchen geblieben? Wie soll ich dich verhackstücken, wenn du wegläufst? Ich habe meine Leiche bewacht. Wie würdest du noch leben? Komm von hinten ran. Nein, du bist es halt nicht. Die Häscher. Alter, da ist was Rotes. In der Tasche. Ich weiß ja nicht, ob du helfen willst oder ob du meinst, ich schaffe dir Heuer. Das war ein Mega nämlich. Da konnten wir deine Hilfe schon gebrauchen. Nein, Mütterphobie ich hab keine Fötermobie und ich will glatten, auch keine kriegen. Ich würde mir glatten Möter anschaffen. Als Haustier. Naja, ich glaube, im Haus sind die nicht so bezahlt. Die haben wohl gerne Wurfballkarten, ne? Die suchen sich die Opfer danach aus. Ob sie schöne Wurfballkarten haben, die sie noch nicht in ihrer Sammlung haben. Tja, er hat auch eine Wurfballkarte. Ja, alles Wurfballfans, ja. Ja. Das Raptidon hat nichts. Eine Made, Lade ja, natürlich. Die Made hat auch nichts. So, die Richtung stimmt in etwa. Aber hier durch den Wasserfall werden wir vermutlich nicht durchkommen. Nee. Ach, schon wieder so ein dämlicher Möter. Wo? Versteckt sich hier hinter dem Felsen. Oh, ein Alpha-Möter sogar. Guck mal. Das ist ein Mischling. Oh. Noch jemand? Ohne Fahrschein? Nein. Fleisch und Schädelfinne. Also was ist für eine lustige da war Bezeichnung doch noch haben, einer. Ja. Tja. Ah, this factory offers the loveliest aromas. Like if you cook forest over a sulfur pit. Vielleicht über dem Schwefelbecken braten, ich weiß ja nicht. Appetit anregend. Oh. Ja. Aha. Restricted Access. Hä? Konzernwache. Das ist eine Konzernwache. Was der machen scheint die denn hier? Nur aufpassen. Warum? Ich denke, die haben ja keinen Konzern mehr. Access. Die haben doch keinen Konzern mehr, oder? Der Konzern ist nicht mehr da. Den hat bestimmt jemand privatisiert, den Konzernwächter. Hat hier irgendjemand die Konzernwachen da zurückgelassen? Man, das sind sowieso Dinger hier, also Roboter. Also von daher. So. Ja, das sind noch mehr davon. Hallo, kann man mit dir reden? Roboterwachposten, MK2. Bist du nett da? Noch einer. Lässt du uns rein? Das glaube ich eher weniger. Mann, kommt man hier nicht mehr weiter? Ne, sieht nicht so aus. Hä? Musst du auf der Straße weiterlaufen? Jetzt kommst du runter. Klar, kommen wir da. Oh, ist gar nicht eingeklickt diesmal. Ist was? Das ist ein Friedhof? Nein, das sind Plünderer. Der hier vorne bleib ist noch. Stehen. Hier vorne ist auch ein Plünderer, ne? Gleich hier vorne. Der wird dich jetzt gleich angreifen. Warum hast du den nicht zuerst genommen? Das hätte ich gemacht. Moment, ich muss jetzt erst mal. Okay. Da ist hier noch einer. Ja, versteckt Baum. Sich hinter dem Baum. Naja. Was ein echter Vandal ist. Und? Alle? Wo? Ja, jetzt haben wir hier doch einen Friedhof, nämlich den Friedhof der Plünderer. Zusammengeschustert. Ja, das war ja das Erste, was wir hatten. Das war unser erster Helm. Der war auch zusammengeschustert.
Also von daher zeigt eigentlich nur, dass die noch nicht besonders hoch sind vom Level her. Da war auch irgendwas da. Hast du gesehen? Nee. Da bist du gerade dran vorbeigelaufen. Das hier? Zum Beispiel. Kaori. Ja. Und hier? Hier ist auch was drauf. Ja, das habe ich gemeint eigentlich. Schwere Munition. Ja. Nichts drauf, ne. Nicht, dass wir jetzt Munition kaufen müssen, weil du die immer übersiehst. Ja, da müssen wir sowieso aufpassen, wer hat hier was eigentlich. Also ich benutze hier leichte im Maschinengewehr. Ellie hat auch leichte und Nioka hat Energie. Und wie viel haben wir? Auch ganz ordentlich. 3, 2, 4, ja. Sag mal, warum ist denn da so ein, wie heißt denn das eigentlich, dieses Werkzeug bei den beiden Waffen, deswegen die da oben sind? Deswegen bin ich eigentlich ins Inventar gegangen und habe mich selber abgelenkt, danke. Ach, gut. Ich wollte reparieren, ja. Mhm. Eine Schrott. Die Schrott ist die Greifen, glaube ich, immer an. Der geht schon sehr langsam und trotzdem hast du den nicht erwischt. Wirklich. Hä? Der Roboter bewegt sich unglaublich gemütlich. Jojo. Aber immer hinterm Baum. Der kann aber sehr schnell ranfliegen. Ja, und er läuft immer hinterm Baum hin und her. Na? Ja, ich weiß, die können richtig springen. Guck mal, da sieht so aus wie so ein Athlet, ne? Wie er läuft, so federnd. Knamm. Ja, du springt da. Ein Schrott. Oh, nein. Das war's mit ihm. Der ist hin. Aua, das muss wirklich wehtun. Tja. Das sind die ganz, ganz cool. Nioka pulverisiert sie immer. Ja. Aber wenigstens bleibt alles erhalten, was sie in der Tasche haben. Das ist doch das Wichtigste. Vielleicht sollten wir uns mal einen Reservearm mitnehmen, na. Falls mal jemand auf uns schießt und wir uns auch so auflösen. Ja, solltest du dich aber an die Roboter halten. Meinst du, die Teile sind besser? Ja. Ach, schon wieder so ein Ding hier. Diese Rochen. Ja. Die geraten immer zwischen die Fronten oder wie auch immer. Auf jeden Fall sind die immer die fast nur als Leichen. Ganz relativ selten, dass sie einen angreifen. Ja, am meisten finden wir sie platt. Da sind sie schon fertig. Halt! Links! Links! Rechts! Rechts! Entschuldigung! Rechts! Rechts! Hier! Da! Ach so, mitnehmen meinst du? Ja! Ja! Da ist noch mehr rechts. Ich habe nur ein Problem mit rechts und links manchmal. Aber das ist schon mal ja. Ja. Eigentlich ganz einfach. Wenn es nicht rechts ist, kann es nur links sein. Ja, Gott sei Dank gibt es nur zwei. So, da gehen wir mal hier ein bisschen spazieren. Die Gegend sieht ja interessant aus. So. Ja. Es soll ja ein Höhlensystem sein. Aha. Immer diese komischen Geräusche, ja? Ja. Soll jetzt wohl Wind sein oder so? Terminal? Ja, wir gehen geradewegs drauf zu. Ja. Und wir haben noch den richtigen Auftrag, richtig? Ich denke schon. Säubere Nyokas alte Basis. Kannst du dann vielleicht mal speichern jetzt? Wenn du noch nicht gespeichert hast?
Ab und zu mal ein Speicher ist doch ganz gut. Ab und zu speichern gar nicht so verkehrt. Spart lange Wege, wenn man verstirbt. Ja. Aha. Ah, sehr interessant. Hier liegen welche. Ja. Faulpelze. Ein Sicherheitsgürtel Gold oder so. Sicherheitsgürtel? Na, klang so. Seltsam, oder? Vielleicht ist es aber auch nur ein Dings, kein Stück, sondern irgendwas anderes, sondern eins von diesen zusätzlichen, die man dran machen kann oder so. Wie heißen die denn? Spare Parts. Na, du weißt schon. Die Verbesserung. Kann ja auch eine Verbesserung gewesen sein. Das sehe ich ja nicht. Ich habe keine Ahnung, ich habe gar nichts gesehen. So, du hast nichts gesehen, schon, dass du so klar einfach so schnapp, schnapp machst und dann nicht weißt, dass du eigentlich geschnappt hast. Wow. I'm ready. Yeah. Right? Yeah. Here we go. Ja. Na gut. Okay, here we go. Here we go. Nein, wir gehen erstmal hier. Zugangscode eingeben. Das kann nur Karen heißen. Mhm. Akzeptiert. Gut. Dann machen wir auf. Mantisaurier-Nest. Nun ja. Wenn das ein Nest ist. Könnte lustig werden. Ups. Ja, erstmal nachladen. Das sind ja wohl mehrere. Aber hier sehe ich noch nichts. Nein, hier siehst du nichts. Hier siehst du nur eine Angabe von hier Metern. Hier sehe ich 84, 103 und 122. Na, jetzt gucken wir erstmal hier. Was läutet hier denn so? Mal gucken. Alles angucken erstmal. Ein Bitmodul-Net. Oh ja. Hier hat jemand Karten gespielt. Ja. Na. Manchmal hängt man fest an Stellen, die man gar nicht sieht. Das hast du schon mal gesagt, aber stimmt. Deswegen trotzdem immer noch. Eine anregende Salve haben wir jetzt. Die Trüche kann man immer gebrauchen. Warum hat dieses Fernrohr am Gewehr kein Infrarotscheinwerfer dran? Keine Ahnung. Ach, ich glaube, die Markierungen, die markieren die Stellen, wo wir die Köder auslegen müssen. Ja, das kann sein. Es sind drei Markierungen, davon wir ich haben drei auch. Köder. Ja, genau. So, 55, 37, 36. Da steht Opal. Hast du das gelesen? Wo? Clara, da stehen die Namen von den Leuten. Das ist die Mantisaurier-Futterstelle. Futterstelle, Clara. Und Opal, stand da. Mhm. Und Opal, ja. Da drüben ist die Futterstelle. Ja. Ja, ich weiß nicht, was wir jetzt erstmal machen müssen. Ich gehe jetzt mal dahin, wo es markiert ist. Ja, da liegt die Leiche von Opal. Opal. Ja. Ach so, da müssen wir die ja. Medaillons einsammeln. Ja, genau. Ja. Ein belüfteter Mark III-Helm. No. Dann wird es uns nicht so heiß am Steiß. Oh. Nein, lass es mal. Wieso haben wir nur 50 Schlossknacken? Weiß ich nicht. Hm.
Nein. Schlossknacken, Geist. Hier haben wir schon mal 5 Schlossknacken, aber irgendwo hat man doch auch. Ja, du musst, kannst das nicht hinterher machen oder musst das vorher machen unbedingt? Hier ja, ist 10 ich muss doch vorher machen. Ja, jetzt haben wir ja. Hm. Was ist mit meinen Fingern? Dass sie besonders gut sind. Aber jetzt kannst du ja ach vielleicht so. Dich ja. wieder umziehen. Weil ja, weiß. Ja, das sollte ich. Das ist hier jetzt wohl angebracht. Ja, finde ich auch. Und du kannst natürlich erstmal plündern. Ja. Aber ich finde es ganz schön. Nö. Ich glaube, die Rüstung ist mir. Du solltest immer noch wissen, welche Rüstung du angehabt dünn. Hast. Dann nehme ich lieber die hier. Das könnte von Vorteil sein. So, na, dann werden wir gleich die da hinten von ihrem Fressplatz vertreiben müssen. Ach ja? Warum? Ich dachte, du solltest sie erstmal füttern. Na, wir müssen doch dahin. Ich weiß. Und das ist der nächste Platz hier. Und wenn du die vertreibst, dann wirst du sie ja töten müssen. Das heißt, vertreiben geht ja wohl nicht. So, ohne weiteres. Na, ihr fresst noch mal, bevor ihr stirbt. Joka hat den Vortritt. Du passt immer ganz schön laut. Gib dir Deckung, ja, ja. Ja. Du guckst wohin da. War das schon alles? Ja, suche oh. das Nest nach den Überresten von Njokas Freunden ab. Ja. Also einen haben wir ja schon gefunden. Hm? Ja, da ist der was. Nächste. Hier müssen wir Drüsen platzieren. Well, this is the spot. You know, I thought I'd be angry. I thought I'd storm in here in a rage and exterminate all these bugs and everything would be all right in the end. But I ain't. I'm mostly just empty. A little sad, maybe. The first night Hayes and I spent in here, we knew it was home. It's safe. It's got a nice chill to it. But mostly, it doesn't stink of sulfur. Ja, die fühlt sich echt anders an. Die Luft fühlt sich anders an. Monarch folks often joke about it. Not because of the smell or the grittiness it leaves in your throat. Not because of the headaches or the coughing. It's because there's no escaping it. It's life here, and there ain't anything you can do about it. But here, somehow the sulfur never made it. The nights we spent in here felt like vacations. So we started building. We hauled in steel, hired sublight folk to help. That's how we met Anders and Opal. They stuck around after our contract was up. Opal liked camping. Anders liked chasing her tail. 4 of us for a while, scraping together what bits we could to build our home. Then came Rebecca, a sawbones out of the Cascadia survivors, who took a kindness to Hayes. And Clara, her little sister. I'll admit I wasn't keen on taking her on at first. But for a teenager, she was surprisingly capable. Muss ein tapferes Mädchen gewesen sein. More like attached at the hip to her older sister. Got a kind of strength between them, I suppose. She had a head for numbers. Helped us trade hides for food and materials. Negotiated contracts. Turned out to be mighty useful. Clara, Hayes, Anders, Rebecca, Opal, and me. 6 folks, 1 name. 1 family. Charon. Despite Monarch trying to kill us day in and day out, we managed to belong. Tja.
Ja, 3 kannst du nur sagen. Ich würde sagen 3. Ja. Me too, Captain. But I'm starting to think that maybe I found another. Now let's get to shooting before I get all sentimental. Incoming, Captain! Okay, Helen, müssen wir hin. Hinter den Herr auf jeden Fall. Ja, da kommen wir los. Aufpassen. Ja, aufpassen, das ist die Königin. Du, kümmere dich um dich. Pass auf dich auf. Du hast nichts mehr. Du hast keine Munition mehr. Nachladen. Adrena oder was auch immer nehmen. Ja. Du weißt, wie lange du das noch durchhältst. Die Königin sieht nicht mehr gut aus. Auch mal weiß ich nicht. Ganz schön hart im Leben. Ja, das hat der letzte Stiefel. Jetzt ist sie hin. Da ist noch was. Das ist doch kleine Larven. Leg dich hin. Sei friedlich. Schwarm. Schwärme. Ja. So. Ja, jetzt müssen wir uns noch um die Dinger kümmern, dann, die du hier aufgeräumt hast. Wir brauchen noch die anderen beiden. Ja, wir müssen noch die beiden anderen finden. Ja, ja. Und du musst nachladen. Tu das mal lieber gleich. Ja, ja, ja. Ja, das war doch ein bisschen heftiger, als ich dachte. Ach, es ging eigentlich. Die beiden sind so gut, unsere Leute hier. Ja, klar. Ich würde dir nicht ansprechen, bevor wir nicht die anderen Dinger gefunden haben. Die anderen, was war das? Ja, ja, ich bin schon dabei. Münzen oder was auch immer. Erst die Pflicht und dann die Kür. Ja. Jetzt, da ist die Figur, klar, da ist das. Da, ja, die Medaillons, genau. Okay, wir damit haben wir sie alle. Jetzt können wir mit Dioka sprechen. Ja. Hallo. I wish these were more auspicious circumstances, but at least we're all here. This bringing them together, burying them. This is the kind of thing Hayes would have done. That makes it stupid. By all accounts, we should have left well enough alone, but that also makes it right. Captain, thank you. Gern geschehen, Yoka. Yeah. You mind if we rest a spell before we head out? I'd like to bury Opal and Clara proper before I lay everyone's medallions to rest. Klar. Der Fisch. Ja. Naja, ich würde sagen, du hältst hier. Ja, bin so viel. Sie will doch die hier in ihrem Zuhause. Ja, hat sie völlig recht, soll sie machen. Ich finde es ein bisschen blöd ausgedrückt hier. Du lässt ihn so cool, also so, verstehst du so. Ja, okay. Okay. So, jetzt hat Nioka was erhalten, und zwar The Crew. Ich weiß nicht, ob es ein Vorteil ist oder was es ist, aber irgendwas Spezielles hat sie gekriegt. Hast du gesehen? Nee, ich habe nur kurz was gesehen, aber... Dann guck mal bei Nioka. Charakter, Nioka. Irgendwas hat sie gekriegt, aber wo man das findet, was es zusammen. Ist, weiß ich nicht. Fassung? The Crew, die ja, Crew. Ja, die Crew. Kritische Chance 10% hat sie gekriegt. Sie hat Stein... Ja, das sind die Sachen, die wir ihr sowieso gegeben haben. Aber die Crew hat sie jetzt bekommen nach diesem nach diesem Kampf. Ja, also nochmal 10% auf kritische Chance. Ja. Gut. Schön, dann haben wir das geschafft. Ja, die haben sich das hier richtig gemütlich gemacht. Ja, sie hatten es sich gemütlich gemacht. Ja. Und warum willst du das nicht mitnehmen? Ja, ich nehme es ja mit. Dass du die Toten nimmst. Nur mal um. Ja, sonst klaust du aber wie eine... Ich würde sagen, wie ein Grabe. Ja, ja, wie ein Rabe. Krähen klauen auch. Purple Berry Bunch. Aber Rabe klingt irgendwie vornehmer als Krähe. So, Dark Matter Riegel, was ist das denn? Was war das? Ein Dark Matter. Irgendwas mit Dark. Nee, ist ein Riegel gewesen.
glaube, es ist was zum Essen. Ja, Dark Matter Riegel. Dark Matter Riegel. Von Rizzo. Ein Schokoriegel. 2% Lebensregeneration. Ja, sieht ganz gut aus. Kann man vielleicht doch mal brauchen. Aber du denkst an solche Sachen natürlich nicht, wenn du kämpfst, stimmt's? Nee. Dann merkst du nicht mal, dass du verwundet bist, oft. Du hast dich nur, wenn du dann plötzlich tot bist. Ach, das hatte ich hier schon. Ja, das hattest du schon. Du hast halt ein einnehmendes Wesen. Das ist einfach so. Zack, zack. Die sind auch schon ausgegraut. Also nie. Nix mehr. Nix, nix. Was da? Halt, stopp. Das da hier. Da liegt noch was. Okay, kann man ja verkaufen. Ultra ist gar nicht so schlecht. Ja. Ja, ja, eigentlich müssten wir hier ein bisschen systematisch vorgehen. Das kannst du jetzt auch machen. Wir machen jetzt Schluss. Ja, dann genau. Kannst du jetzt alle Ruhe noch rumwühlen. Dann ja? Kann ich in Ruhe alles ablaufen. Genau, für mich Zeit sowieso erreicht. Okay, bis dann, ja. Bis dann. Ciao. Tschüss.